So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute das Stick Update Set zu EM 2016. Ratet ihr schon, das zu EM 2014. Es kostet 7,90 Euro. Ja. Ja, 84 Spieler. Aktualisiert dein Album. Diese Sticker findest du nicht in regionalen Panini-Tüten. Das liegt daran, die fast alle Nationalmannschaften haben ja gewechselt und das sind die Sticker überkleben jetzt zum Beispiel Sam Medov. Ja, er wird dann ersetzt. Der ist dann als nicht bei dem dabei. Jetzt ja, und das ist halt die Sticker, aber mehr dazu jetzt, wenn wir das aufmachen. 97, wenn teuer, aber hab schon ewig keine Sticker mehr gekauft und hier geöffnet. Ja, da bin ich mir das mal wieder gegönnt. Ja. Hier mal die Vorderseite. Ja. Hier die Hinterseite riecht ganz schön gut hier. Ach. Die kann man rausmachen. Die Sticker werden nicht in ein Video angeben. Zum Beispiel haben wir hier Joshua Kimmich, der ersetzt Ilkay Gündogan. Dann haben wir Skordan Mustafi. Der tut Erik Durm ersetzen. Haben wir hier noch einen Deutschen? Ja. Hüvedes. Der ersetzt dann Matthias Ginter, der eigentlich bei der WM dabei ist. Da haben wir Gomez, der war in den normalen Sticker-Tüten nicht dabei, komischerweise. Also was mache ich denn? Franzosen haben auch gewechselt. Hier mal Leroy Sané, der setzt den Marco Reus. Gomez, der setzt Max Kruse. Die Sticker übergeht man dann halt. Emre Can ersetzt Christoph Kram. Ja, ganz coole Sache. Ja, damit war's das mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, schreibt es in die Kommentare und lebt draußen und tschüss.